Francisco Pablo Holgado Historisches Bergbaumuseum. Wir begrüßen Sie im Bergbauhistorischen Museum Francisco Pablo Holgado. Dieses Museum wurde im Jahr 1988 mit einer doppelten Zielsetzung gegründet. Einerseits, um auf die pädagogischen Bedürfnisse der Schule zu reagieren und andererseits, um die große Anzahl alter Instrumente, die die Schule besitzt, vor dem Verfall zu bewahren. Es ist der erste Ort, an dem die Arbeit zur Aufwertung des geologischen Bergbauerbes der Region Almaden begann. Die beiden großen Räume beherbergen eine gute Auswahl an Mineralien und Fossilien von großem wissenschaftlichem und pädagogischem Wert, wobei eine kuriose Sammlung von Zinnober aus zahlreichen spanischen und ausländischen Städten hervorsicht, die zusammen mit Instrumenten, Karten und Utensilien, die in der Schule während mehr als 240 Jahre verwendet wurden. Es ist ein deutliches Beispiel für die Erhaltung des bergbaulichen Erbes, dieses Universitätszentrum darstellen. Erst vor wenigen Jahren wurden die Sammlungen des Museums durch die Schenkung der großartigen paläontologischen Sammlung aus dem Col Revier von Puerto Llano, Ciudad Real, durch die Firma Encasur Endesa erweitert. Der Innenhof der Schule dient als Container und ständige Ausstellung großer Elemente der Industriearchitektur, wie zum Beispiel das Castillete Minero de la Mina Diógenes, Valle de la Alcudia, Ciudad Real, vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die hydraulische Mühle Ferreras vom 20. Jahrhundert, eine Gruppe von Bergbauwagen, Winden, mechanische Winden und so weiter, mit einem hohen historischen und patrimonialen Wert. Nun verlassen wir diesen Ort, aber Sie können weiterhin mehr über die Geschichte von Almaden erfahren, wenn Sie zum nächsten Punkt von Interesse weitergehen.